Hallo, heute machen wir einen Oberster mit Frischkäse. Dazu nehmen wir 50 Gramm Butter. Ja, die ist noch ein bisschen fest, dann nehmen wir einen Löffel. Schön weich machen, platt rühren. Muss richtig schön weich sein. Wirklich schön, muss gut formbar sein. Dazu geben wir jetzt 200 Gramm Frischkäse. Schön einheitliche Masse. Geben wir jetzt ein bisschen Salz. Ein bisschen schwarzes Pfefferpulver. Und dann habe ich hier so ein Viertel Teelöffel Gunzenpfeffer gemörsert. Paprikapulver, edelsüß. Und Kümmel. Also je nach Belieben. So, das Ganze wieder gut durchrühren. Paprikapulver. Jetzt geben wir noch 50 Gramm geriebenen Emmentaler. Das Ganze gut durchkneten. Und dazu jetzt etwa 130 Gramm reiferen Camembert. Am besten ist, wenn er so Zimmertemperatur hat. Ein bisschen klein rupfen. Lass mal das unterkneten. Thank you.
Zest rein. Ich auch mal mit dem Löffel schön fein drücken. Das Ganze für 1 bis 2 Stunden ziehen lassen und dann am besten auf Laugengebäck zusammen mit einem Bier genießen. Guten Appetit. So sieht es dann aus.